Hallo Leute, ich grüße euch. Heute zeige ich euch mal eine coole Übung, wie ihr eure Gehirnhälften noch besser ausgleichen könnt, damit ihr eure Hände links und rechts, rechts und links noch unabhängiger und noch besser zusammenspielen könnt. Als Grundrhythmus nehmen wir hier den Dumbo. Den zeige ich euch nochmal. Die Grundschläge vom Dumbo sind 4 Schläge. Okay, das Ganze machst du jetzt mal im Bass und du kannst ja mal mitspielen. Okay, dann lass uns beginnen mit der Übung. Wir beginnen mit der Haupthand, das ist bei mir die rechte Hand. Du hast deinen ganzen Fokus, deine ganze Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein in deiner rechten Hand und spielst den Dumbo-Rhythmus. Das ist das Wesen der Übung. Es ist so, jetzt der Dumbo bietet sich dafür an, du kannst auch andere Rhythmen nehmen, also das Afrika-Pferd oder ein Roll-On oder Shaamba oder was auch immer. Ja. Der Dumbo bietet sich sehr gut an und er macht sehr viel Spaß, weil die Haupthand im Dumbo ja die ganze Zeit das spielt. Und die Nebenhand es ist so, die Haupthand spielt im Prinzip den femininen Part, den raumgebenden Part, stabil und gleich. Und die Nebenhand hat sozusagen den maskulinen Part, der dazu spielt und in dem Raum spielt und hat mehr dynamischen Charakter und kann verändert werden. Und deswegen macht das auch so Spaß und auch so Sinn mit den dass es gehirnhelfend ausgleichend ist, wenn du diese Übung machst. Du beginnst meinetwegen in deiner Haupthand, hast dein ganzes Bewusstsein in deiner Haupthand. Die Nebenhand dazu. Okay, das ist die Übung. Die kannst du auch machen, indem du deine Hände liegen lässt und das nur mit deinen Fingern spielst. Haupthand. Und wandere zur Nebenhand. Haupthand.
Okay, das ist die ganze Übung. Dazu brauchst du eigentlich nicht mal eine Trommel. Du kannst es genauso gut auch auf deinen Schenkeln spielen. Haupthand, Dumbo. Haupthand. Und es ist auch so, die Hand, die ihr halt wohl mit eurem Bewusstsein seid, die ist auch etwas betonter. Dann wandere zur Nebenhand. Haupthand. Nebenhand. Haupthand, Nebenhand. Das ist es. Diese Übung ist super einfach und super effektiv. Du gleichst deine Gehirnhälften aus und das ist so wertvoll und so wichtig, gerade wenn du dich eben auch über mehrere Trommeln dann bewegen möchtest, aber auch wenn du dich auf einer Trommel bewegen möchtest. Du wirst sehen, dein Spiel wird wesentlich vertiefter und erweiterter. Deine Möglichkeiten werden einfach mehr, größer. Ja, und es macht totalen Spaß. Davon abgesehen ist es auch gesundheitsfördernd, wenn deine Gehirnhälften noch mehr zusammenarbeiten. So, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Übung. Hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche einen guten Tag.